Wie war es mit Vasili? MGP soll auch mal mitmachen. Ja, ich glaube, da ist ein bisschen heiße Luft. Ich weiß es selber nicht, Digga. Ich habe da auch Sachen gesehen bei Instagram. Bin gespannt. Massi hat ja auch was gepostet. Ja, keine Ahnung, was da jetzt abgeht. Wie war dein Tag heute so? Ja, meine Familie war da. Wer hat meine Story gesehen? Was gab's heute zu essen, Chat? Ich will's von euch lesen. Was gab's heute zu essen? Reis? Was für Reis, Digga? Steak. Steak, 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 Steak. Steak and a shake bake, wenn man eine Bake bake. Was für Schwein, hat du bescheuert? Nein, nein, es gab schön Rinderfilet, Filetsteak, super. Super, super, super lecker war das. Lieber Steak als 1000 Euro in FIFA, ich schwöre, ja. Ich würde lieber das nächste Mal, ohne Witz, ich würde lieber mir ein Steak, jetzt nur abgehoben, ich würde mir lieber ein Steak für 750 Euro holen, als The Lightning Round mitzunehmen. Ich hab nicht mal was bekommen, Alter. Hör mir auf. Ja, das mit Sydney habe ich auch mitbekommen, das... Ich habe das gar nicht gecheckt. Ich dachte, hä, der macht gerade einen Prank oder sowas. Ich habe auch seinen Post gesehen, weil ich zeige euch das nochmal hier kurz. Moment. Können wir es nochmal durchlesen. Nach langem Überlegen und Rat von mehreren Ärzten muss ich euch leider erzählen, dass ich aufgrund meines Knies nicht weiter professionell Fußball spielen kann. Kurz gefasst, die hohe Belastung sorgt für Schmerzen und auf Dauer würde sie zu größeren Folgeschäden im Knie oder Sprunggelenk führen. Die Entscheidung ist mir alles andere als leicht gefallen, aber ich bin mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo es an der Zeit ist, meine Gesundheit an erster Stelle zu setzen. Ich bin froh über alle schönen Momente und Menschen, die ich kennenlernen durfte. Ich hoffe, ihr unterstützt mich weiterhin. Genaueres werde ich euch natürlich noch erzählen. Bleibt gesund, Freunde, euer Sid. Ja, es ist hart. Das Schlimmste, was passieren kann. Natürlich hat er sich jetzt auch was Großes aufgebaut mit Twitch und all sowas. Ich weiß noch damals, wo ich mit ihm, wo war das, wo wir uns getroffen haben. Das erste Mal war, glaube ich, in Düsseldorf. Da war er noch bei Hertha. Da hat er mir Karten besorgt für Wintercup in Fortuna Düsseldorf. Da habe ich ihn das erste Mal kennengelernt. Da war er noch richtig... Richtiger Fanboy und so, der begrüßt mich so, was geht ab, Freund, euer Hühni hier? Und also was. Aber, ja, seine Karriere dadurch fallen zu lassen, ist schon hart, Alter. Das ist schon hart. Das tut einem auf jeden Fall sehr leid. Und der ist ja, wie alt ist Sidney? 23? Ich weiß gar nicht, wie alt der genau ist. Aber er ist schon krank. Aber wie ist denn diese Verletzung überhaupt passiert? Wann ist das passiert? Ich habe nur mitbekommen, der war ja öfter hier bei mehreren Ärzten gewesen, hat sich operieren lassen. Und dann war ja alles auf dem Weg der Besserung im Training. Aber wie krass ist das bitte? Was ist das denn für eine Verletzung? Also ich glaube, er könnte weiterspielen, aber das Risiko ist einfach zu hoch. Und deshalb will er das nicht eingehen. Würde ich jetzt mal so sagen, Leute. Ich sag mal so, das fällt, wie er schon geschrieben hat, das wird alles andere als leicht für ihn sein, diese Entscheidung zu treffen. Wenn man Fußballprofi ist, Meniskus, das ist hart. Klar, also überlegt mal auch, stell mal vor, er hätte jetzt sich neben der ganzen Fußballkarriere dieses Ganze mit Twitch und so nicht aufgebaut und alles Mögliche. Was hätte er jetzt gemacht? So, das ist halt immer auch das Problem, wenn man Fußballer wird. Man hat halt alles geopfert für seine Karriere gefühlt, ne? Also geopfert ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber so man gibt halt alles für diesen Sport, um da hinzukommen, wisst ihr? Klar hat man dann auch ein geiles Leben, keine Frage, aber man muss da auch viel Disziplin mitbringen. Ja, mit 23 Karriereende, das ist hart, Digga. Das ist schon hart. Fand ich schon sehr, sehr krass, als ich das vorhin gelesen habe. Ja, aber er wird in Zukunft halt, denke ich, natürlich trotzdem hier auf Twitch und so unterwegs sein, keine Frage. Aber die Sache ist halt, was? Ich stelle mir das gerade selber persönlich vor. Also mein Traum war es ja auch, Fußballer zu werden. So, ihr wisst es, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, Fußballer zu werden, würde ich es immer noch machen. Ich würde gern Spätzünder sein. Aber ja, deshalb muss das schon krank sein, weil er hat ja noch die Karriere vor sich. Ist ja nicht so, dass er jetzt, keine Ahnung, 36 ist und sowieso langsam langsam zu Ende geht seine Karriere. So, er ist ja noch am Anfang, sage ich mal, 23 ist ja noch sehr, sehr jung. Ja, und vielleicht wäre er ja auch nochmal irgendwie in die Bundesliga gekommen und dann hätte man das alles nachverfolgen können über Insta, der hätte davon Vlogs gemacht, keine Ahnung. Also, ja, ist schon krass. Es gibt ja auch nicht viele Fußballer aus Deutschland, die, sag ich mal, ihr Leben und so alles so intensiv zeigen, ne? Auf Insta, auf Twitch und alles Mögliche. Das ist schon hart, ja. Also, er kann wirklich auch froh sein, dass der sich sowas Krasses aufgebaut hat nebenbei, ne? Mit Modemarke, mit Twitch und allem Möglichen, das ist schon krass. Ja, Max Kruse fängt jetzt an, im Stream Shisha zu rauchen, bester Mann. Ja, oder was sagt ihr denn? Hat er was Story? Was hat er denn da gepostet? Hat er was gepostet? Da sieht man Karrierebilder und sowas, ne? Gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, guck, da war ich dabei. Warte. Hier war ich dabei gegen Fortuna. Bei diesem Cup. Ja, der wird uns da bestimmt noch mehr zu erzählen. Also ich wusste davon... Oh shit, man sieht gar nichts. Scheiße, sorry. Kamera, man sieht gar nichts. Sorry. Boah, Junge, wer ist das denn, Alter? Bruder, einfach 3 Meter Riese.
Junge, ich dachte, da, wo er operiert hat, und da meinten die Leute, Operation gut verlaufen und so. Hart. Das ist hart. Ja, was soll ich noch sagen? Ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft. Und vielleicht gibt es ja irgendein Wunder. Das war, glaube ich, auch bei Cubanito so, dass der ja auch seine Fußballkarriere beenden musste. Der war ja auch auf einem guten Weg. Hat dann auch wieder angefangen, hatte, glaube ich, jetzt wieder aufgehört. Oder ich weiß nicht mehr genau, was er da jetzt zur Zeit macht. Aber es gibt immer Hoffnung, Digga. Es gibt immer Hoffnung. Auch wenn er jetzt ein Jahr, vielleicht muss er das Knie erstmal ein Jahr ruhen lassen. Und dann nochmal Leute drüber schauen lassen. Ja genau, mit den Jindawis war auch krass. Mit dem Nader, Alter. Was der für eine Reise hinter sich hat. Ich hatte ja dieses Video von dem gesehen gehabt. Wie der Profi geworden ist und sowas. Was der da für Rückschläge hatte und so. Ist krank. Aber ist halt nicht den Kopf hängen lassen. Ich wünsche ihm natürlich alles Gute für die Zukunft. Und die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Deshalb alles Gute, gute Genesung. Schon krank, Alter. Durch eine Verletzung, die sich so lange hinauszögert, schon krank. Das hat mich halt auch berührt, als ich das gelesen habe. Ich dachte erstmal, ey, das ist, kann doch gar nicht sein. Vor allem, ich habe ihn ja als Fußballer kennengelernt. Da hatten wir damals auf Insta geschrieben. Weiß ich noch ganz genau. Und dann war ich in Düsseldorf mit dem. Dann habe ich das Spiel geschaut, oder diese vier Spiele. Hart. Vielleicht muss man das Knie auch einfach ruhen lassen. Ich bin kein Arzt, Digga, aber wie gesagt, Hoffnung stirbt zuletzt, deshalb schauen wir mal, wie sich das alles entwickeln wird. Und er hält uns da bestimmt auf dem Laufenden. F an Willi jetzt allein in Slowakei. Oder das ist das kleinste Problem, Leute. Das kleinste Problem, ja. Das ist alles, was ich zu dem Thema Sydney sagen kann, damit jetzt nicht alle jede 5 Minuten fragen, wie es hier aussieht und all sowas. Ne? Aber ihr könnt das auch bei ihm auf Instagram sehen. Es gibt sogar auch jetzt einen Bericht, glaube ich, bei Dein Update, ja, hier. Karriere vorbei mit 23 Jahren. So, lesen wir uns das mal durch. Weil viele haben hier reingeschrieben die ganze Zeit. Ist natürlich sehr, sehr bitter, was da passiert ist. Habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Diese Nachricht tut jedem Sportler im Herzen weh. Mit nur 23 Jahren muss das ehemalige Talent des deutschen Fußballs seine Karriere beenden. Eine Verletzung macht es ihm leider nicht mehr möglich, weiterzuspielen. Sydney Friede, ausgebildet bei Hertha BSC und Wien Wiesbaden, spielte Sydney Friede bis zuletzt bei Streda in der Slowakei und kämpfte dabei immer wieder gegen seine Verletzung. Jetzt ist der Kampf jedoch verloren. Sein Körper macht einfach nicht mehr mit. Die Profikarriere ist im Alter von 23 Jahren vorbei. Statement, nach langem Überlegen. Ja, das hat er ja gepostet auf Instagram. Also für alle, die hier reingeschrieben haben. Also Sydney hat bekannt gegeben, dass er seine Fußballkarriere beendet. Aufgrund seiner Verletzung. Ja, ich kann da nochmal abschließend sagen. Ich wünsche ihm, dass es irgendwie, aus irgendeinem Grund, es können immer Wunder geschehen. Und nach ein, zwei Jahren, vielleicht wenn sich das Knie dran gewöhnt hat oder das Knie nicht belastet wird, wenn der einfach mal ein, zwei Jahre Pause macht und das Ganze sich vielleicht von alleine stabilisiert. Ich kann euch zum Beispiel sagen, meinem Vater, der hatte auch was am Meniskus. Und der hat es nicht operieren lassen. Und nach ein bis zwei Jahren ist es dann wieder von alleine weggegangen. Und mein Vater ist 60. Ja? Und deshalb, vielleicht geschieht ein Wunder. Aber ist halt sehr schade, ne? So, wenn der jetzt zum Beispiel, wie ich schon vorhin gesagt, 37, 38 wäre und dann passiert sowas. Klar, es ist auch scheiße. Aber mit 23, vor allem wenn man Profifußballer ist und noch den ganzen Weg vor sich hat, ist das schon sehr, sehr bitter. Sehr, sehr bitter. Deshalb kann ich abschließend nochmal sagen, ich wünsche ihm natürlich eine gute Genesung und viel Erfolg, dass alles wieder besser wird. Ich kenne ja Sydney auch schon jetzt 3-4 Jahre oder sowas. Ja? Ist halt sehr schade. Ferland Mondi, bestes Beispiel. War da auch sowas gewesen? Es können immer Wunder geschehen. So, guck mal auch bei diesem Jindawi, Nada Jindawi. Bei dem ist auch ein Wunder geschehen. Er konnte wieder Fußball spielen und all sowas. Ja. Ja. Genau, das meine ich. Stell dir vor, du arbeitest dein Leben darauf hin und musst dann so aufhören. Ja, das ist einfach hart. So, es ist halt ekelhaft. Es ist leider auch bei sehr, sehr vielen jungen Talenten so, dass die sich früh eine Verletzung zuholen und davor waren die richtig gut und nach der Verletzung kommen die nicht mehr richtig zurück. So, das ist halt einfach, ist halt traurig im Fußballbusiness, ne? Dass man sich halt auch in dem Sport sehr schnell verletzen kann und sehr schnell seine Karriere aufs Spiel setzt, ne? Und das ist ja auch noch im Training passiert, so wie ihr geschrieben habt. Ich weiß gar nicht, wie das genau passiert ist. Hat den ein Mitspieler umgefault oder ist der selber umgeknickt oder was genau ist da gewesen? Das weiß ich halt nicht. Was ist da gewesen, Chat? Ich habe nur mitbekommen, dass der operiert wurde und dann wieder Schritt für Schritt angefangen hat.